Leon Mascher hat ein Video namens Julian Bam Distrack hochgeladen. Obwohl der Titel und das Thumbnail ohne Zweifel den Zuschauer vermittelt, dass das Video ein Distrack ist, ist es das nicht. Leon Mascher lädt nur eine Ankündigung, dass er am Donnerstag um 18 Uhr ein Distrack veröffentlichen wird, hoch. Der Clickbait ist leider hier noch nicht zu Ende. Der Zuschauer erfährt im Video, dass der Distrack nicht unbedingt gegen Julian Bam geht, sondern er sich den, der gedisst wird, unter drei verschiedenen YouTubern aussuchen kann. Mimi, Iblali und Julian Bam. Aber wieso genau die drei? Iblali hat vor einem Monat ein konstruktives Reaktionsvideo auf Leon Maschers letzten Distrack gegen Apecrime hochgeladen. Iblali hat auch eine echt gute Intuition. Ohne Witz, ich bin gespannt, ob da noch ein Diss gegen mich kommt. Da kommt wahrscheinlich sowas wie: Du hast rote Haare, du scheiß Ginger, du machst dich über mich lustig. Du bist doof! Mimi hat vor fast zwei Wochen einen Diss-Track gegen Leon Mascher hochgeladen. Mann, oh Mann, ist ein alberner Mann, fühl dich mit Tatsachen dran, hatte spaßige Angst, einen ehrlichen Leon aufs Bild zu bekommen, ist schwer für den Kameramann. Du zeigst dein Host was Neues, machst dich zum Obst auf Deutsch. Meine Analysen sind der Shit, als hätte man diesen Schlobe Freund mit Code gekreuzt. Julian Bam hat zwei Tage vor Mimi ebenfalls einen Diss-Track gegen Leon Mascher veröffentlicht. Leon Mascher, du dreckiger Heuchler, Leon Bär, bisschen Enttäuscher, du nutzt mein Gesicht für die Klicks, so ist Apecrime gedisst, doch ich dachte, da kommt noch mehr. Es war Ross auf Deutsch, ich pack es nicht, wie du sagst, dass wir Klicks auf den Nacken krieg. Hab doch alle Endklicks über Freundschaft gesagt, meine Rap-Parodie wäre einfach Kick. Was mir an Leons Video aufgefallen ist, er hat folgendes gesagt. Darauf habe ich doch gewartet. Darauf habe ich doch gewartet. Auf genau so einen Moment. Klingt doch sehr danach, dass er extra Scheiße baut, damit andere YouTuber mit ihren Videos auf ihn aufmerksam machen und er somit nicht in der Irrelevanz abrutscht. Der Titel von Leons Video hat mich ebenfalls auf eine Idee gebracht. Leon Mascher hat schon mal Julian Bam Distrack in den Titel geschrieben, jedoch keinen in dem Video veröffentlicht. Beim letzten Mal war das ja auch der Grund, wieso Julian Bam den Distrack gegen ihn veröffentlicht hat. Hatte mal nicht ein ganz gewisser YouTuber bei seiner Distrack-Ankündigung mich im Thumbnail gehabt? Leon Maschine. Doch es erschien kein Diss-Track. Es erschien nur ein Diss-Track gegen die Apes. Vielleicht möchte er dieses Mal mit der gleichen Masche eine Reaktion von Julian Bam provozieren. Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits. Ebenfalls fällt an Leons Video auf, das Bild, welches er Iblali zuweist, zeigt Drachenlord, das auf YouTube sehr bekannte Mobbing-Opfer. Aber wie genau wird jetzt die Zielperson des am Donnerstag erscheinenden Diss-Tracks ermittelt? Leon hat auf Instagram drei Bilder hochgeladen. Eins für Julian Bam, eins für Mimi und eins für Iblali. Die Person hinter dem Bild mit den meisten Likes wird dann von Leon gedisst. Die derzeitigen Abstimmungsergebnisse zeigen, dass der Diss-Track höchstwahrscheinlich gegen Julian Bam geht. Meiner Meinung nach schade, da ich gerne mal Leon Maschers Sicht zu Mimis Vorwürfen gegen ihn gehört hätte, dass er Mimi gejagt, bedroht und beklaut hätte. Eine Frage an euch: Findet ihr Leon Maschers Vorgehensweise, seine Videos mit meiner Meinung nach irreführenden Thumbnail und Titel anzupreisen, okay? Drücke doch rechts oben auf das i und stimme darüber ab. Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr fandet es okay, das ist doch eine sehr subjektive Berichterstattung war. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen.